Und damit auf eine neue Folge von Let's Play Mario Golf Super Rush. Wir machen jetzt den Boss am Vulkan. Ein Kurs voller Vulkan und keine Ahnung was. Ich kann es nicht vorlesen, ihr könnt ja pausieren. Hat man es noch gesehen? Ich glaube schon. Ja, stimmt. Ich warte jetzt natürlich noch so ein bisschen. Genau. Im letzten Mal haben wir den Wetterwald gespielt. Das war schon wieder knapper als gedacht. Und jetzt spielen wir eine. Hä? Wo läuft denn die Zeit runter? Ich sehe gar nichts. Na gut. Die Bowser-Welt. Die eigentlich meist sogar der schwerste Kurs ist. Aber das finden wir jetzt raus. Es könnte sein, dass ich hier ablose. Ja, ich hoffe es und ich nicht. Aber ja, okay. Aber mein Ziel ist natürlich immer noch über 0 zu bleiben. Am besten minus ist gut. Schlage ich den hinten so. Ich habe jetzt mal den Football-Chuck genommen, weil ich den mag. Wir haben Yoshi genommen, ich weiß nicht warum. Vielleicht mag er lange Zungen, keine Ahnung. Alter. Oder er steht auf Eier. Oh, yes. Geht gar nicht. Was kann man mit Yoshi noch machen? Reiten? Okay. Na gut, Geist reicht jetzt. Hallo! Dann sag mal was Positives, also was heißt positiv, was Besseres, was man mit Yoshi noch in Verbindung bringen kann. Ach stimmt, weil er so süß ist wie Yoshi, ja. Vielleicht er das. Weil er so süß ist wie Yoshi, genau. Stimmt, bist du ja gar nicht. Wo bin ich? Ah! Echt. So, Yang, jetzt will ich keinen Absturz von dir sehen, okay? Warum schweigen sie? Was soll das? Nur so. Sie dürfen nicht schweigen. Schöne Grüße von Marvin. Schöne Grüße zurück. Ach, der Jan versprach Nachrichten im Part und einfach Nachrichten. Ich glaube, es geht los. Habe ich jetzt eigentlich mit Backspin gespielt? Ich weiß nicht. Ja, habe ich. Wo will ich hin? Halt, stopp. Auf den Grün. Ja, natürlich wieder ein 10 Meter Putt. Natürlich, muss so sein. Nein, er rollt entlang der Rollkante. Ich bin auf dem Grün. Obwohl es nicht grün ist. Oh, wieder so knapp. Sorry. Ich kotze. Alternative, was ich vorhin gesagt habe, ich könnte mir auch einfach noch ein paar Kroketten machen. Nein, Kroketten sind zwar auch geil, aber ich bin wie gesagt Chips-Liebhaber Nummer 1, deswegen. Chips bitte. Stimmt, ist so gut. Gestern auch im Disco bei dem Quiz und so, da haben sie gesagt, hey, du hast überkranken oder was ist los? Ja, ich habe. Krippe, ich hab mich erkältet. Man weiß es nicht. Und keine Sorge, ich habe kein Corona, also alles gut. Ich meine, ihr könnt euch eh nicht anstecken, wenn ihr das Video guckt, aber nur so zum. Sicher? Na, ich hoffe doch. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Komm nicht ganz dahin, das ist doof. Das war nicht gut. Uff. Ja, uff. Großes Uff bei mir. Ach du lieber Gott. Wie soll ich hier jemals rauskommen? Wo ich hingeflogen bin, ey. Ja, guck mich an. Ich komme hier nie wieder raus. Also. Och man, mach doch schneller jetzt. Wie soll ich denn hier jemals rauskommen? Mach ich halt so. Kann ich auch irgendwie einen Schlag für unmöglich erklären? Nein, du kannst nur aufgeben und dann kriegst du aber plus irgendwas. Hallo? Ich kotze. Okay, dann mach ich's halt so. Ist mir jetzt egal. Also das
das war nicht unbedingt viel besser, aber dankeschön. Kommen wir doch niemals raus. Hä? Das machen wir doch hier keinen Stress. Nein! Ganz viel Stress für Flori. Ja, gut, letzter. Du hast nicht mehr für mich Computergegner runtergestellt. Hä, du bist auch gerade. Ich wieder letzter werde. Hä? So ein Quatsch. Ja, schon. Ja, noch bist du schlechter, aber. Och man, ich hasse diese Map einfach. Aber wir müssen sie spielen. Muss einfach sein. Ich finde es halt auch cool, dass das hier alles andere Farben hat. Das erinnert mich zwar an diese roten Boden beim Sportplatz oder so. Aber ja. Geht schon. Eigentlich sollte man da jetzt was drauf antworten, aber Jan sagt ja nie, was soll das denn? Ja, was soll ich nach roten Boden antworten? Hä? Ja, bei uns auf dem Spielplatz ist das doch so, oder nicht? Keine Ahnung, ich war auf dem Spielplatz schon lange. Nein! Das ist halt so Untergrund. Also. Boah, der Untergrund hat keine gute Textur, muss ich sagen. Roll nicht so weit. Halt! Halt! Ja, sag nichts, ich bin in der Lava gelandet. Ach, wie schlecht, ey. Minus. Ja, noch. Ja, okay. Stampf mich im Boden. Was denn und? Boys. Oh, das sind die Hotheads. Na, wie geht's? Grüß Gott. Grüß Hot. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Wir vergessen das mit lieber ganz schnell. Finde ich auch gut. Bitte, 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 bitte. Nein. Wie konnte ich da vorbeispringen? Auf den Grün. Natürlich macht er rein. Natürlich. Roll nicht, roll nicht, roll nicht. Hallo. Oh Gott. Warum soll der Ball nicht rollen? Was soll er sonst machen? Ja, nicht so weit rollen, ey. Ganz einfach. Das war maßig. Maßig zu weit. Naja, wenigstens bin ich nicht mehr letzter. Alter Jan. Ach komm. Ja, aber glaube ich. Gibt hier noch genug. Hä? Okay, ich dachte, du wärst eh schon schlecht, aber du warst nicht schlechter. Oh. Nee. Das hätte gereicht. Na gut, dann so. Komm. Darf doch nicht schon wieder so ablosen. Alter, die Musik. Guck mal, da wird jetzt schon wieder so wenig. Nein! Ich hätte nur einen normalen Backspin machen sollen. Schade. Oh, warum hat denn Cooper das geschafft? Das kann man wenigstens aufholen, das ist okay. Mal gucken. Lass, 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 lass. 5 Meter, okay. Schöner Schlag. Alter, die Musik. Kommt, hallo. Uiuiuiui, ich da. Ja, leider nicht schneller, Fairway, schade.
hoffe, das ist nicht zu kurz. 5 Meter ist halt viel. Shit. Ja, ich habe die Länge nicht. Oh, okay, die anderen sind viel zu weit. Okay, das ist gut. Hey, du bist auch nicht so schlecht. Du bist sogar näher als ich, glaube ich. Lass es mir trotzdem nicht nehmen. Alter, wir holen auf, Jan. Ich hoffe, das bleibt doch so. Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe auch. Vielleicht sind wir bei der Hälfte. Mach mit Absicht nicht so weit. Also Bowser ist ja gar nicht von sich überzeugt bei den ganzen Bowser-Statuen. Au, 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 au. Wo sind sie? Bunkerli. Na, wenigstens nicht. Game over. Hä? Was ist das da vorne? Ich sehe das nicht. Ist das ein Tor? Ich glaube schon. Ich kann nicht so weit schlagen. Ach, das ist dahinter. Ja, dann hast du ein Problem. Nein, das war viel zu weit. Nein. Auf den Grün. Pack zum Burn. Bitte sag, ich kann mal nicht liegen bleiben. Yes! Schönes Burn. Auf React. Man kann hier liegen bleiben. Och. Wie sieht denn deine Sicht aus? Ja. Was? Jetzt sag mir, dass deine Schläge immer kacke sind. Ich bin in der Rille drin. Hä, schlag doch einfach raus. Kurz, ganz kurz. Da fehlst du stark, oder? Na? Komm schon. Wie bist du denn da gelandet? Ich weiß es nicht. wir haben uns leider nie erfahren. Komm, machen wir noch wenigstens noch rein. Los, jetzt feier, fast und furious, bitte. Wenn die Zeit abläuft, dann kriegst du plus weiß ich nicht wie viel. Oh, komm. Oh Gott, der war zu weit. Komm, mach jetzt. Komm. 10, 9, 8, 7. Ach, du lieber Gott. Los jetzt. Ach Gott, tschüss. Oh, ich war doch so gut am Aufholen. Ja, ich sag mal so. Nicht aufgeben. Ist, ja doch. Nein, es ist erst die jetzt Hälfte. Ist mir noch vorbei, ja. Hä? Warum will er, dass wir Bowser ins Gesicht schlagen? Ja, ich weiß auch nicht. Mir sagt man das auch. Hä, warum schlagt ihr alle nach rechts? Nach links? Weiß nicht. Ja, es kann sein, dass das nicht so gut war. So, erstmal schnelles Fairway. 5 Meter Wind ist natürlich viel. Schaffe ich es darüber überhaupt? Wenn ich auf Stein lande, dann lande ich wahrscheinlich in der Lava. Hüpf! Hüpf auf den Stein und hüpf auf so grün. Ah, yeah! Oh, der war zu weit. Jetzt habe ich noch Topspin. Nein, bleib liegen! Stop. Hab ich rough, ist das okay? Ich glaube, man kann damit leben. Hä? Wer hat Flagshot? Schade. Das wäre ein Eagle-Putt gewesen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Weil ich halt nicht auf dem Grün lag. Okay. Gibt's denn kein Albatros-Putt? Gibt's doch auch. Aber du wirst das nicht machen, weil mit dem zweiten Schlag aufs Grün ist. Also mit dem ersten Schlag direkt aufs Grün ist was unmöglich. Das Loch gibt's, glaub, gar nicht. Du musst halt dann vom Kurz. Vom Grün dahin. Was mache ich denn? Nee. Hallo. Grüßen Sie Gold.
Hey, ist da ein Kugelwilli? Hey, das ist eine Kugelwilli-Kanone, die habe ich ja noch nie gesehen. Ja, wie schräg ist denn mein... Warum ist denn mein Ding so schräg? Schöner Schlag. Nein, ich habe zu kurz geschlagen. Ach, toll. Das hat ja schon minus 4, WTF. Hä, der hat den Igel. Nein, das ist halt krass, die Computer. Ich glaub's nicht. Kannst du halt nichts machen. Doch. Nimm Birdie. Lass mich nicht unterkriegen. Merkt das schon. Ich kann noch gewinnen. Ist noch alles drin. Und? Bei dir eigentlich auch, wenn man ehrlich ist. Wird noch immer enger, Jan. Realistisch ist halt nicht. Naja. Schöner Schlag. Oh Gott. Ich ging so eine Zacke gegen. Ja, zum Glück nicht. Hab ich Backspin? Ja, ich hab Topspin. Sehr gut. Nein, das ist nicht gut, oder? Doch. Nein, zu weit. Hä, wie weit rollt man denn hier? Hallo? Stopp. Skandal. Nein, ich hab nicht. Warum hab ich Topspin gemacht? Egal, passt. Läuft doch. Alter, wie knapp ist das vorne? Ja, okay, Jan, das ist natürlich jetzt schon wieder dein Todesurteil fest. Ja. Lass mich, ich hab schon lange aufgegeben. Hey, warum? Das ist einfach falsch. Bringt ja nichts. Jetzt Mario Golf nicht mehr gut. Ach Quatsch, ich bin dein Trainer jetzt. Nee, du wolltest Mario Kart nicht spielen, weil du mich zerstörst. Ja, wow. Das ist in jedem Spiel so. Ja, aber hier kannst du nicht sagen, dass du Pech hast. Also nicht das Pech, was Mario Kart halt gibt. Weil du immer sagst, ja, wenn ich Erster bin in der letzten Runde, dann kommt immer ein Stachy und dann wirst du trotzdem Erster. Das zum Beispiel. Ich meine, Theorie. Lass mich doch nicht Ausreden suchen, dass ich kacke bin. Na, Ausreden finde ich nie gut, muss ich sagen. Wenn man es, wenn man sich rechtfertigt und das stimmt, dann ja. Ach, wo gehe ich denn hin? Das ist ja cool. Bisschen näher zum Loch ist okay. Das ist meine Chance, die Spitze zu übernehmen. Ja. Sehr gut. Ja, wenn du da Minus vor hättest, dann... Okay, ich hab's schon erzählt. Langsam wird's alt. Ja, ich werd alt, ich weiß. Oh, du musst aufpassen, dass du nicht gegen die Zacken hier spielst, Jan. Die sind echt gefährlich, diese Krallen. Ja, ja. Das ist auch egal ab dem Punkt. Nee, es ist nicht. Du kannst nämlich schlecht sein und du kannst ultra mega duper super schlecht sein. Ja, macht ab dem Punkt auch keinen. Oh doch, das macht es. Das macht es. Na, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ah! Das wäre kein Albatros, wenn Igel. Schadadada. So Leute, ich lasse mich hier nicht unterholen. Ihr werdet mich nicht einholen. Es sind noch zu viele Löcher, um das zu sagen. Warte. Mann! Kann ich das Kackspiel noch zurückschicken, ey? Hallo, ey, ich glaube, es geht los. Ich werde dir das beibringen. Du wirst das bei keinem Spiel. Mit Sicherheit. Und? Mit Sicherheit wird das wohl. Was ist denn jetzt besser? Komme ich auch in die Mitte? Ne, komme ich nicht. Ach, guck mal, hier ist jetzt sogar so ein Lava-Ulm. Schöner Schlag. Also, ich bin hier, huhu. Alter, wie die aussehen. Einfach nur so ein Hals. Es kommt nicht bis zum Loch. Schade.
Mutant Jiranya beispielsweise war so ein richtig krasser Pick, wenn man Wurzeltour gespielt hat. Die konnte so weit schlagen. Alter, los! Ja, rüber, 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 rüber! Nein, ich wurde aufgehalten. Schade. Ja, hast du ja auch oft genug gespielt. Ja, aber eher Mario Morgana. Oh, das wäre Flagshot. Cooper. Natürlich, natürlich. Was auch sonst. Wir müssen das so machen. Hast du reingemacht? Uff, ja. Einfach mal ein Igel. Als Igel. Nee, das war krass. Hätte mich aber mehr gefreut, wenn du dich mehr gefreut hättest. Ah, ich hätte mich mehr gefreut, wenn es bringen würde. Hä, wenn du jetzt noch ein paar Eagles machst, dann sieht's gut aus. Ja, ja, genau. Hä, mit dem hast du auch nicht gerechnet. Wenn du jetzt sonst noch Hole-in-Ones machst, dann schaffst du es. Nee, Hole-in-One ist nochmal eine Stufe höher, aber Eagle könnte sein. Nein, ich hab gedrückt, scheiße, das wollte ich nicht. Ach, lieber Gott. Ja, das... Warum habe ich das getan? Och man, das habe ich mir selber versaut. Wie dumm. Ach, wie dumm. Kotze. Nicht machen. Ja, jetzt auch noch in die Lava. Ach, kotz, 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 kotz. Ey, ich hasse alles. Ich muss hoffen, dass Cooper versagt. Aber der ist da vorne dran. Nein, der wird nicht versagen. Doch, Cooper versagt. Okay. Okay. Hm. Mach ihn jetzt. Nein, man wird da ja voll anders. Nein, aber er hat auch 5 Schläge gebraucht. Oh. Ach, ach, Lock. Ach, ach, Lock. -2 sogar. Oh nein. Nein, scheiße. Wie viel sind's denn noch? 3. Und? Ach, das hätte nicht passieren dürfen. Ich war so aufgeregt. Kennst du das bei Animal Crossing, wenn du einen großen Fisch hast und dann drückst du zu früh? Ach stimmt, du hast ja mittlerweile Animal Crossing. Hä? Ich hab... Ja, spiel ich das zu wenig. Ich hab doch den DS-Teil gespielt und den 3DS-Teil. Ja, aber nee, ich meine einfach nur, ist mir trotzdem gerade eingefallen wegen... Ich dachte so, hä, was ist jetzt los? Geht's noch? Selber geht's noch. Ja, ist ja Animal Crossing, ist ja nicht so, als hätte ich da schon, keine Ahnung, wie viele Spielstunden. Nein. Kannst du mal meine hässliche Insel besuchen? Ja, nee, die will ich nicht sehen. Die ist hässlich. Hey, das ist viel. Du hast gerade gesagt, hässliche Insel. Natürlich sage ich dann, die ist hässlich, hä? Ja, und du darfst es aber nicht sagen. Ach so. Wenn ich deine Meinung übernehme? Ich würde sagen, nein, das ist nicht hässlich, das ist wunderschön. Doch, hässlich. Jetzt hat Buhu was gut gemacht, ich raste aus. Das ist viel zu knapp. Ich kann nicht sagen, dass die wunderschön ist, wenn ich sie noch nie gesehen habe. Ja, also. Deswegen glaube ich, das ist hässlich. Hauptsächlich sagen, ja. Was anderes kriege ich ja eh nicht hin, ne? Ich weiß es nicht, wie kreativ du dich da ausleben kannst. Na, die Sache ja, dass ich zu faul bin bei dem Spiel. Bei welchem Spiel nicht? Monster Hunter? Ich sammle jede Rüstung. Ja, okay, da bist du auf crazy bei dem Spiel. Schönes Bild. Scheiße. Kann ich das noch schaffen? Wohin schlägst du denn? Du musst viel kürzer schlagen, wenn du so schlägst. Wenn du diesen Schläger hast und vom Randbereich schlägst, dann musst du kürzer schlagen. Der Ball rollt noch volle Kanne, weil der da noch so ein bisschen Spin hat.
Ich brauche diese riesigen Enter-Tasten, die man kaufen kann. Oder so draufhauen kann. Was ist. Warum ist das so ein Kissen? Ja. Warum genau Enter? Weiß ich nicht. Okay, jetzt kommt's drauf an. Das ist das Entscheidungsloch. Wenn ich einen Birdie mache und die nicht, sind wir allererster und Jan letzter. Wenn die einen Birdie machen und ich einen Birdie mache, dann wird's schwierig. Aber es sieht schlecht aus im Moment. Ich komme nicht so weit. Mach ihn jetzt. Ich hänge an einer ganz dummen Stelle, wenn ich da hinschlage. Das ist ja jetzt doof. Ja, das ist doof. Oh nein, was mache ich denn? Stopp! Okay. Hey, was machen die für was, hä? Hey? Verkacken die ihn jetzt, was soll denn das? Zurecht. Gott, ich hab fast gegen diese. Oh, nein, ich habe auch zu kurz geschlagen. Das ist ganz doof gerade. Ah. Wenn ich jetzt nicht. Ja, ich kann nicht reinmachen. Wenn du jetzt reinmachst. SW ist der höchste Schläger, den es gibt. Vier mit? Nee, ich muss eigentlich fast gerade schlagen. Mach ihn jetzt. Ja, schade. Verdammt. Oh, ach schön. Das, das reicht mir wieder. Schade. Verblöd. Warst lang genug Erster, ne? Ja, leider. Das ist jetzt. Welche Map soll denn jetzt kommen? Die DLC-Maps, beziehungsweise die Update-Maps. Aber das werdet ihr nicht rausfinden, das sehen wir im nächsten Part. Wir haben zwei Sieger und zwei Verlierer und einen, der gestorben ist. Könnt ihr euch ja toll denken. Und wir hoffen, euch hat dieser Part von Let's Play Mario Golf super gefallen. Und ich hatte den nächsten Mal wieder, also nicht verpassen und Like da lassen. Oh Gott, meine Stimme ist so tot. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Es kommt.